Recht herzlich willkommen zur 85. Folge vom Corbel Space Programm. Ja, wir sind hier unterwegs und wollen schauen, dass wir hier diese Interceptions besser kriegen. Und dafür müssen wir mal schauen. Blöd ist, wenn ich da klicke, dass der dann ausgeht, ne? Okay, 48, 47. 42. 42 Kilometer. Und da ist nur noch einer da. Das ist dann schlecht, oder wie war das? Ja. Ich glaube, wir bleiben erstmal hier hinten noch, weil da ist ja auch unser, sag schon, unser Periapsis, und vielleicht ist das besser, wenn wir da sind. Müssen wir mal einmal ausrichten, ne? Und Warp da in der Nähe, ne? Warp to next Manöver, so ist das. Dann müssen wir gerade noch ein bisschen besser ausrichten. Macht der jetzt gerade was falsch? So. Das übernehme ich mal wieder. Gehe in das Kreuz rein. Und gleich muss ich dann hier. Das muss aus. Ja, das ist ein Tacken daneben, glaube ich noch. Machen wir das aus. Und einschalten. Ich glaube, jetzt passt's. Dann müssen wir einmal Gas geben und dann stoppen. Ja, dann müssen wir gucken, wie wir da näher kommen, ne? Aber eigentlich ist das alles nicht so, wie ich das jetzt haben will. So, lassen wir es erst. Doch, passt schon, ne? So, und dann müssen wir dahin. 50,1 Kilometer ist es dann da. Jetzt müssen wir den wegmachen. Der ist da zu machen, das habe ich jetzt gelernt. So, und wir kommen dann der Sache ja da näher. Hier sind wir dann auf. Nee, nix at Manöver. Anzeigen will ich das da. Jetzt haben wir aber keinen zweiten da, ne? Zeigt uns wieder nur den einen an, oder was? Das ist ja auch doof, ne? Dann hat das ja irgendwie nicht geklappt, oder? Aber ab hier machen wir erstmal. Das ist unser Target Route Tracking Station, ne? Ab hier will ich auch nicht. Das ist ja unwahrscheinlich weit weg dann, ne? Das bedeutet, wir müssen da definitiv noch was tun. Das mal schneller machen hier. Und gucken, was passiert. Warte mal, da haben wir jetzt 51 Kilometer. Das ist viel zu weit, ne? Und die Distanz wird zurzeit kleiner. Oder? Ja. Machen wir mal gerade einen weiteren Vorsprung. Okay, da ist es ja jetzt so, dass wir jetzt einen besseren Wert haben, oder?
Ach, da ist der falsche, da ist der richtige. Nein, ich will nicht dahin warpen. Ich will einfach nur die Anzeige da haben. Hallo? So? So, jetzt habe ich's. 35,2 Kilometer. So, wenn ich jetzt das einfach weiterfliege, hole ich dann auf? Ich glaube ja, oder? Jetzt ist er weg. Jetzt ist er da. Aber das ist zu weit. 182,7, das heißt, wir entfernen uns da wieder, ne? Wenn ich jetzt so ausrichte und ein bisschen beschleunige, was mache ich dann? Was passiert dann? Ja, dann wird der Kreis größer. So, was haben wir da jetzt? 157. 34 Kilometer, Tendenz wird größer. Ja, wir müssen das so verändern, ne? Sonst wird das hier nichts, glaube ich, oder? 138 steht da jetzt. 129. Irgendwie habe ich das da verpeilt wahrscheinlich, ne? Das ist... Jetzt sehe ich keinen. Kilometer ist das jetzt hier, oder was? Jetzt ist er wieder weg. Irgendwann kommt er ja gleich wieder, oder? Denkst du? 85 Kilometer steht da. Den müssen wir mal ausschalten hier jetzt hier, zack. Und da habe ich 85. Das ist doch irgendwie doof, oder? Und mal da weiterfliegen gerade. Wie weit bin ich denn jetzt von ihm weg eigentlich? 46 Kilometer. Und wird mehr. So, jetzt steht da 9,5 Kilometer. Da schau her, das ist doch ein Wert, den finde ich jetzt gar nicht mal so schlecht, ne? Können den jetzt noch einen Tacken, glaube, größer machen, damit er die Entfernung kleiner, oder? Fünf Kilometer, 3, 2, 1,4, 500 Meter, da geht nichts mehr. Habe ich die andere Richtung einzuschlagen gerade und die Triebwerksleistung runtergemacht, das ist die Frage. Hab ich. Um genauer zu gehen, machen wir mal 10. Und wieder in die andere Ansicht. Wir haben umgedreht. Müssen gerade einmal gucken, wo ist jetzt der Dingens hier. Da der Marker fehlt. 800 Meter.
Machen wir mal 500. Mehr geht, näher geht nicht ran. Also das ist jetzt unser Ding. So, und das müsste dann ja richtig gut sein eigentlich, oder? Da sagt er 41. Ach so, ja, weil das hier so weg ist, ne? Ja, dann würde ich sagen, fliegen wir mal rum. 500 Meter ist natürlich ein super Wert. Hoffen, dass wir das so hinkriegen dann. Ist das wirklich so? Ja, weiß ich nicht, ne? Ich würde jetzt sagen, nein, ne? Weil wenn wir da dann im Orangenlauf vorbei sind, dann springt das um. So ein Shit auch. Das ist nicht gut. So, jetzt gibt es nämlich einen neuen. Und da gibt es gar keinen und... Obwohl, da steht jetzt immer noch... Ich weiß nicht. Holen wir jetzt so stark auf? Kann das sein? Ja doch, klar, wir sind ja auch schneller unterwegs wie der. Das könnte vielleicht hinkommen, ne? Okay, hier sind wir unter. Okay. So. Das wird eine heikle Geschichte, oder? In 15 Minuten ist das so, dass wir ziemlich nah dann sind. Weiter ran kommen wir nicht. Das würde ja bedeuten, dass wir gleich da einen Marker am besten reinsetzen. Add Manöver und dann nee. Ich glaube, das kriege ich nicht so hin. Das kann ich besser händisch machen, oder? Nee, lass mal weiterfliegen gerade. Jetzt müssen wir hier nur auf Target umstellen, ne? Surface, Target. Weil wir müssen ja dann genauso schnell fliegen wie der, ne? Und das müssen wir, glaube ich, wegmachen, oder? Ja. Sichtflug. Da. Ja, 2,5 Kilometer, ne? Was müssen wir jetzt tun, damit wir das hinkriegen? Na, gute Frage, oder? Ich muss mal gucken, wenn ich beschleunige, werde ich schneller wie er? Nee, ich glaube, wir müssen eher umgekehrt, ne? Von ihm weg. So. Ne, das ist das Triebwerk, das ist gar nicht die Spitze, dann war das andersrum schon richtig. Gut. Jetzt müssen wir gucken, dass wir das auf Null irgendwie kriegen, ne? Okay, das passt.
Aber wir müssen das manuell hier ändern, das... Weil ich muss gleichzeitig auch noch ein bisschen nach unten arbeiten, glaube. So. Ah, der fällt noch weiter runter. Das bedeutet, ich muss auch noch weiter runter. Ja, wir müssen definitiv dahin. Stopp, das ist schon zu viel. Drehen wir um. So. Irgendwo haut er mir jetzt ab. Na, warte, man muss nach da unten. Ja, so ist richtig. Vier, drei, zwei. Zwei, neun, zwei, acht. Stopp, da geht nichts mehr. Ich glaube, jetzt müssen wir in die Richtung ein bisschen. 2,6, 2,5, 2,4, 2,3. Okay, 2,0. 1,9. 9. Ja, das ist alles noch... Ah, ne, jetzt sind wir schneller wie er. Aber das ist nicht schlimm. Weil... Wir müssen ja auch, ne? Ich glaube... Ne, dann sind wir zu schnell. Ein Tacken noch da könnte noch richtig sein. Nee, so rum. Okay. Nee, da ändert sich jetzt nichts mehr. 1,2 Meter. So, das wäre jetzt... Muss ich mal gucken, wir fliegen weg, das heißt, wir kommen noch näher auf ihn zu. Obwohl wir jetzt nicht wirklich näher auf ihn zukommen, ne? Ein bisschen, ne, so rum. Aber wir müssen erstmal noch näher ran jetzt, ne? Sieht's mit der DV aus, das ist noch, Delta V ist noch gut. Die Entfernung wird geringer. Jetzt holen wir natürlich ganz stark gerade auf. Ich glaube, jetzt können wir hier auch Target drücken, ne, und so, ne, dann wird er sich ja gegen die Flugrichtung da ausrichten und so, ne. So, das ist nicht schlecht, denke ich. 4, 4, 3, 4, 2, 4, 1, 3, 4, 3, 3, 3, 2, 2, 9, 2, 8, 2, 7. Okay. Die Distanz wird noch kleiner, ja, okay. Ja, das brauchen wir eine Weile. Ja, lass mal einmal auf die Karte gucken, wie das... Ja, das sieht alles ganz nett aus hier, ne? Ja, wir nähern uns schon ganz stark da an, dass wir die gleiche Flugbahn haben wie er da, ne? Kriegen wir schon hin.
Ja. So. 1,8. Müssen auf jeden Fall näher ran, ne? Ich würde jetzt fast sagen, lass mal gerade ein bisschen Geschwindigkeit schneller machen. Meter ist ja schon wenig, ne? So. Jetzt müssen wir gerade eine Kurskorrektur machen, denke ich. Da der immer höher geht, müssen wir aber auch etwas höher. Vielleicht sind wir ein bisschen nach links. Ja, ich denke schon. Müssen wir das SAS ausmachen. Obwohl es eigentlich nicht gut ist, das auszumachen. Ne? Nee, das machen wir nicht aus. Da ist unser Triebwerk. Weiter drehen. Ja, genau so. Ein bisschen weiter rum. Und jetzt machen wir näher. Noch weiter, der geht noch hoch. So. Okay. Geschwindigkeit nimmt zu, das ist schlecht, aber jetzt wandert er auch runter. Also das war übersteuert in Anführungsstrichen. Ein bisschen nach links können wir noch. Tiefer. So. Das macht einen ganz guten Eindruck eigentlich. Einmal rum. Bisschen langsamer werden noch. So. Ne, andersrum, nach unten. So, ein bisschen tiefer noch steuern, damit er uns da nicht abhaut. Das sieht gut aus. So, drehen. Ich glaube, wir müssten jetzt mal auf ihn drauf zufliegen noch, damit wir näher kommen. Ist gerade schwer zu sehen hier im Dunkeln, ne? Ich glaube, so ist nicht schlecht. Die Geschwindigkeit von ihm müssen wir auch noch abziehen, ne? 600 Meter. Umgekehrt. Aber ich glaube, wir müssen ja, das ist jetzt eigentlich der optimale Wert. Da, dass der uns nicht wieder wegläuft. So. So, ich glaube, der hat so ungefähr diese Geschwindigkeit wohl drauf, ne? 1,6. Warte nochmal so. Nee, ich glaube, wir können das Prorate mal machen, ne? Oder? Nee, Prorate ist falsch. Retrograde ist richtig.
dann einmal mehr in seiner Richtung. Ist das so? Und zu ihm müssen wir noch hin. Nein, andersrum. Ich glaube so. Okay. Ich glaube, wir müssen mal ein bisschen mehr ran. Weniger Bammel davor haben. So. Nein, so ausrichten. So, jetzt ein bisschen schneller, damit er uns nicht wegflitzt. Höher. So sieht das ganz gut aus. Okay. Müssen wir mal gucken. Stopp, wir sind zu schnell gewesen. Gut. Geschwindigkeit wird wieder weniger. Ja, gucken, dass wir jetzt nicht gleich mit dem zusammencrashen, das wäre nicht gut. Das wäre immer zu schnell. Das war verkehrt. Müssen wir mal gucken, dass wir hochkommen. Das war zu viel des Guten. Wieder runter. Nee. Das wird zu schnell. Das ist falsch rum gewesen wahrscheinlich. Okay. Der wird hoch. Wir müssen auch hoch. Die Entfernung wird mehr. Das heißt, wir müssen zu ihm noch hin. So, wir haben ziemlich genau seine Flugbahn, glaube ich, erreicht. Gut, nicht schlecht. So, jetzt müssen wir aber umdrehen. Aber sonst nachher mit ihm crashen, oder? Ja, wir müssen auch noch ein bisschen nach unten. Er fällt auch runter. So. Meterzahl wird weniger. Jetzt wandert er hoch. Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen näher.
Hier muss man jetzt immer aufpassen, dass man nicht zu viel Gas gibt, sonst ist man gleich vorbei, ne? Ja. Wieder ausrichten. So, wird mehr. Das heißt, nochmal draufhalten. Korrektur nach oben noch vornehmen. Und dann geht's eigentlich, ne? Aber, wie ich sehe, ist die Folge schon verdammt lang. Aus diesem Grund würde ich mal sagen, machen wir hier erst eine Unterbrechung. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.